Herzlich willkommen zur Nachholparty unserer Bayern-Amateure vom 12. Spieltag auswärts beim 1. FC Schweinfurt 05. Flutlicht, Dienstagabend. Es ist angerichtet, wie man so schön sagt. Die Bayern-Tabellenführer in der Regionalliga Bayern, die Gastgeber auf Platz 5. Insgesamt trennen beide Teams 5 Zähler in der Tabelle. Die Amateure des FC Bayern zuletzt wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt und wie immer von unserem Anhang begleitet und dann auch lautstark unterstützt. Am vergangenen Samstag gab es ein 3:1 zu Hause gegen Rhein am Lech. Davor ja zweimal unentschieden, 2:2. Also man hat wieder die 3 Punkte einfahren können. Ist, wie gesagt, Spitzenreiter und möchte heute in der Erfolgsspur oder auf der Siegerstraße bleiben. Gegen einen Gegner, der ausgeruht ist. Schweinfurt hatte sein letztes Ligaspiel vor rund 10 Tagen am 18. September. Da gab es ein geschmeidiges 6:0 hier zu Hause gegen Schalding-Heining. Der vergangene Spieltag ist für Schweinfurt dann ausgefallen. Das Spiel gegen Unterhaching musste verlegt werden wegen Corona bei den Hachingern. Also man ist bestens ausgeruht aus Sicht der Gastgeber und möchte dem FC Bayern heute ein Bein stellen. Die Mannschaft von Martin Demichelis hat da natürlich ganz anderes vor. Unser Trainer hat es auch betont vor dieser Partie, dass man genauso auftreten will wie am Samstag gegen Rhein am Lech. Mit genauso viel Spielwitz und Dominanz agieren möchte. Das Spiel heute Abend ist auch der Kickoff für eine richtig gute Bayernwoche. Also heute die Amateure, morgen am Nachmittag unsere U19 in der Youth League gegen Dynamo Kiew. Am Abend dann unsere Profis in der Champions League gegen Dynamo Kiew. Alles könnt ihr natürlich auf unseren Kanälen verfolgen. Die U19 live und in Farbe. Unsere Profis dann ab 21 Uhr im Webradio. Also eine richtig unterhaltsame und hoffentlich erfolgreiche englische Woche durch die rote Bayern-Brille gesehen. Während hier noch der Rasen gewässert wird im Sachsstadion, wo insgesamt 15.000 reinpassen, rund 10.000 sind es heute. Und wegen des hohen Zuschauerandrangs musste der Anpfiff auch um 15 Minuten nach hinten verlegt werden. Deshalb gegen 19:15 ist der zu erwarten. Gibt mir jetzt auch noch die Zeit, auf die Aufstellung unserer Amateure einzugehen. Im Vergleich zum 3:1 Heimsieg vor 3 Tagen hatte Martin Demichelis 4 Veränderungen in der Startelf vorgenommen. Ich gehe es mal von hinten nach vorne durch. Im Tor unverändert Manuel Kainz. Davor die Innenverteidigung mit Bright RNB und Nico Feldhahn, der in die Startelf gerückt ist. Dafür Jamie Lawrence zunächst auf der Bank. Links verteidigt unverändert Angelo Brückner. Rechts Taylor Booth. Die beiden auf den Außenverteidigerpositionen haben sie ja praktisch eingespielt. Dann das Dreier-Mittelfeld zentral mit Aydin unverändert. Malik Tillmann beginnt von Anfang an, ebenso wie Torben Rhein. Dafür Armindo Sieb und Metu zunächst draußen. Und dann die Dreier-Offensive auf den Außen rechts mit Batista Meyer, links mit Motika. Und ganz vorne Gabi Vidovic, der Superjoker, gegen Rhein am Lech eingewechselt und dann kurze Zeit später das Tor gemacht. Also die 4-9, um das nochmal zusammenzufassen. Nico Feldhahn, Torben Rhein, Malik Tillmann und Gabi Vidovic. Und dafür zunächst auf der Bank Sieb, Mitu und Lorenz. Lukas Copado ist heute nicht im Kader mit dabei. Los geht's also. Die Amateure der Bayern angeführt vom Routinier von
Nico Feldhahn. Und wo ich gerade eben bei der Aufstellung war, vom Personal noch, das sei angefügt. Leider müssen wir immer noch auf die Langzeitverletzten Johannes Schenk, Jakob Meyer, Jan Herrmann und Moritz Mosandl verzichten. Zudem fehlen bis auf Weiteres Chris Scott, der befindet sich noch im Aufbautraining, und Lukas Schneller und auch Timo Kern muss heute passen wegen muskulären Problemen. Soweit die Personallage bei der Reserve des Rekordmeisters. Der Kapitän bei den Gastgebern ist der Goalie, ist Luis Zwick. Und die Partie wird geleitet von Patrick Hanselbauer, 31 Jahre jung, aus Fürth. Wir dürfen uns zudem hoffentlich ja, auf ein richtig offensivfreudiges Duell hier einstellen. Es treffen die beiden besten Offensiven aufeinander. Die Bayern Amateure sind ja die Ballermänner der Liga. 46 Tore, das ist Bestwert. Und Schweinfurt stellt die zweitbeste Offensive mit 42 Buden. Also feuerfrei. Hauptsache am Ende steht bei den Bayern Amateuren mindestens ein Tor mehr als beim Gegner. Gabi Vidovic, ich habe es angerissen, der stach am Samstag. Eingewechselt in der 57. und dann eingenetzt zum 3:0 in der 60. Am Ende hieß es 3:1. War dann im 13. Ligaspiel der 9. Sieg für das Team von Martin De Michelis. Blick auf die Uhr und ab dafür. Die Bayern in ihren roten Trikots von rechts nach links. Die Gastgeber, der erste FC Schweinfurt 05 oder die Schnüdel, wie sie genannt werden, von links nach rechts. Und gleich mit dem ersten Vorstoß Daniel Adlung, einer der erfahrenen Routiniers mit der Nummer 37 in der Offensive. Und dann haben sie gerade eben kurz am Ball auch noch Adam Jabiri. Zarte 37 Jahre jung, aber extrem torgefährlich. Genauer gesagt, er ist der torgefährlichste in der Regionalliga Bayern mit 14 Toren in bisher 13 Spielen. Also auf die Nummer 27 muss man vor allem aufpassen aus Sicht der Bayern. Schweinfurt drückt extrem früh, gutes Stellungsspiel von Nico Feldhahn. Die Gastgeber setzen aber gut nach, zeigen sich hier extrem offensivfreudig in dieser Anfangssequenz. Bright RMB mit dem Bogenlampenbefreiungsschlag und Schweinfurt drückt früh. Möglicherweise jetzt sowas wie eine Kontergelegenheit für die Bayern, die noch nicht durchkommen. Luis Zwick, wie schon angerissen, der Kapitän bei Schweinfurt, das ja das heimstärkste Team stellt in der Regionalliga Bayern. 6 Heimspiele, bisher 5 Siege, 1 Unentschieden, gleiche Bilanz wie die Bayern Amateure, aber Schweinfurt ist besser in Sachen Tordifferenz und zeigt sich weiterhin sehr offensivfreudig. Angelo Brückner unter Druck, holt den Anwurf raus. Thomas Haas, der Rechtsverteidiger mit der Nummer 3, extrem weit aufgerückt. Auch das Ausdruck für dieses sehr offensive Auftreten gleich zu Beginn der Gastgeber, die von Tobias Strobel trainiert werden. Und die sich immer wieder den Ball sehr früh holen, im letzten Drittel vor dem Tor der Bayern. Nico Feldhahn. Und dann dieser Schuss in der 3. Minute, das war nicht ungefährlich. Schauen wir nochmal drauf.
wieder forciert. Und dann war es Kevin Ferry, der zentrale Mittelfeldspieler, mit der ersten gefährlichen Szene in diesem Flutlicht-Kracherspiel, wie es die Schweinfurter selbst tituliert haben. Also die Bayern brauchen ein bisschen, um sich hier auch rein zu grooven, werden früh unter Druck gesetzt. Brückner erneut hier wieder zu erkennen, wie hoch die Gastgeber stehen. Und das ist mal ein probates Mittel. Der lange Ball und dann der zweite Ball, an den Vidovic fast rankommt, aber Luis Zwick zweimal zur Stelle. Motika, der ja das 1:0 erzielt hatte, ging rein am Lech. Foulspiel, Freistoß für Rot. Zwölf Duelle in der Regionalliga Bayern. Seit 2013/14 gab es bisher zwischen diesen beiden Mannschaften. Die Gesamtstatistik spricht klar zu unseren Gunsten. Sechsmal konnten wir gewinnen, bei 5 Unentschieden und einer Niederlage. Batista Meier und Aydin, was hacken sie da aus? Beide exzellente Standardschützen. Entweder Aydin mit links oder OBM mit rechts. Es macht Aydin. Langer Ball. Klasse nach hinten. Die Arbeit von Batista Meier. Gerade eben noch vorne beim Freistoß. Jetzt hat er nach hinten hin sehr gut aufgepasst. Gute Rückwärtsbewegung vom 20-Jährigen. Der gemeinsam mit Nemanja Motika der torgefährlichste ist in unseren Reihen. Beide haben jeweils 9 Treffer auf ihrem Konto. Vidovic. Tillmann. Schweinfurt bleibt aufmerksam, aber auch Vidovic setzt gut nach und holt den nächsten Freistoß raus für die Bayern. Die auch jetzt besser in die Hälfte der Gastgeber reinkommen. So, wieder das Pärchen Aydin und Batista Meier. Das macht wieder Aydin, scharf vors Tor getreten. Kein Problem für Luis Zwick. Schweinfurt nicht nur extrem torgefährlich, auch defensiv sehr, sehr stark, vor allem hier zu Hause im Sackstadion. 3 Gegentore erst in den 6 Spielen. Das ist in Sachen Heimbilanz die beste Statistik. RMB. Und wieder läuft Schweinfurt mitunter sehr intensiv an. Jetzt mal Motika. Gut aufgepasst.
von Taylor Booth, der zum 7. Mal in Folge jetzt in der Startelf steht bei unseren Amateuren. Ich habe es eingangs erwähnt, er ebenso wie sein Pendant auf der linken Seite, wie Angelo Brückner, der Linksverteidiger, gesetzt, haben sich festgespielt auf ihren Außenpositionen. Angelo Brückner spielt heute zum 6. Mal in Folge von Beginn an. Martin de Michelis hat auch vor dieser Partie die enorme Vorfreude bei sich selbst und bei seinen Jungs nochmal hervorgehoben. Bisher eine sehr starke Saison vom Argentinier und seiner Mannschaft, die aber hier wieder unter Druck gerät. Da kommt Christian Böhnlein, der zentrale Mittelfeldspieler, fast dran, scharfe Reingabe. Und dann klärt Brückner in höchster Not. Flanke kam von David Grötzinger. Nächste Gelegenheit und wieder Brückner, der da aufpasst und den Einschlag verhindert, den sicheren Einschlag. Da wäre Kainz nicht rangekommen. Der Kopfball kam von Böhnlein. Schrecksekunde aus Bayern-Sicht. Und Angelo Brückner in höchster Not. Und als letzte Instanz. Zehn Minuten vorbei. Die Anfangsphase geht an die Gastgeber, die sich vor allem in den ersten 4-5 Minuten sehr druckvoll präsentierten, sehr mutig, sehr früh störten. Danach konnten die Bayern für ein bisschen Entlastung sorgen, aber jetzt in den letzten 1-2 Minuten Schweinfurt wieder mit mehr Offensivpower und infolgedessen auch mit einer Fastgelegenheit und dann bei der anschließenden Ecke gerade eben Böhnlein per Kopf, Brückner als Rettungsanker. Jetzt gibt es da ermahnende Worte vom Referee an die Bayernbank. Konnte nicht oder kann nicht ganz erkennen, ob das gegen Stefan Buck war oder nicht. Sei es drum. Weiter geht's. Und die Bayern-Amateure haben auch noch nicht wirklich Struktur reinbekommen. In ihr Angriffsspiel häufig die Bälle nach vorne, entweder so wie hier als Befreiungsschlag oder auch als zu ungenaues Zuspiel. Da ist mit Sicherheit mehr drin. Lukas Billig, der Innenverteidiger, und sein Pendant, sein Nebenmann, Lama Jabruk mit dem langen Ball. Und die Schweinfurter gewinnen zumeist auch diese zweiten Bälle, sodass kaum Entlastung entsteht für das Team von Martin de Michelis. Kein Problem für
Manuel Kainz heute mit seinem dritten Einsatz in dieser Regionalliga-Saison. Unterstützung wie immer 1A von unseren Amateure-Anhängern und hoffentlich springt der Funke über. Vidovic lässt sich sehr weit fallen, zieht das nächste Foulspiel. Komm rein, Brückner. Und wieder schiebt Schweinfurt geschlossen raus. Schabiri läuft als erster an. Torben Rhein, der hat die Technik und auch die Übersicht, um das Spiel dann so wie hier zu steuern. Das war ein guter Ball. Motika, 1 gegen 1, das kann er. Vidovic in der verbotenen Zone, immer noch Motika. Bleibt dann hängen. Aber das war dann nach längerer Zeit wieder mal eine offensive Duftmarke der Bayern Amateure. Oh, Feldhahn kriegt da einen ab in diesem Kopfballduell gegen Daniel Adlung. Steht zum Glück schon wieder. Daniel Adlung, einer der Routiniers. Ich habe es vorhin schon angerissen, während hier Martin de Michelis nochmal nachjustiert bei Torben Rhein. Adlung hat unter anderem bei Aachen, in Wolfsburg, bei Cottbus und beim Vierzahlenverein gespielt. Aus Giesing. Turm rein. Ja, und wieder dieses frühe Stören, das frühe Anlaufen hier von Kevin Ferry. Der jetzt auch von seinem Trainer von außen animiert wird, durchzulaufen. Ja, und infolgedessen wieder kein richtiger Spielaufbau der Bayern und der Ballverlust. Das macht Schweinfurt bisher gut. Viertelstunde vorbei, 0:0. Nächste Fastgelegenheit. Nee, Manuel Kainz sicher. Wir warten noch. Erste Gelegenheit für den Tabellenführer. Torben Rhein, wieder gesucht. R&B und wieder laufen sie an. Und dann rückt auch der rechte Außenverteidiger mit auf, Thomas Haas. Das machen sie schon gut. Jetzt kommen sie mal fast durch, schade. Dann passt aber Jabrook auf. Ziehen sich eher zurück. Vidovic vorne als erster Angreifer und der Rest eher in der eigenen Hälfte. Taylor Booth. Kainz. Guter Ball auf Brückner. So hat man dann die erste Angriffsreihe der Schweinfurter gut ausgespielt, aber trotzdem die Rücken weiterhin gut und geschlossen drauf. Ball auf OBM, Einwurf für Rot. Wenn sie diese Druckreihe, diese Druckwelle mal überstehen und überspielen, dann haben sie mit Sicherheit auch die Technik und den Raum, um nach vorne dann einen Angriffszug auch mal durchzuspielen. Brückner, guter Ball auf Motika, jetzt Nemanja, Motika! Nachschuss, 1:0, sind die eiskalt, ist das gut. Motika und bitteschön 1:0 für die Bayern Amateure. Den ersten Versuch kann Zwick noch abwehren, aber dann reboundet ihn Nemanja Motika rein ins Bayern-Glück. Sowas nennt man wohl meisterlich effizient. Tauchen die das erste Mal gefährlich vor dem Schweinfurter Tor auf und dann schlägt der Ball gleich ein. Nemanja Motika mit seinem 10. Tor. Klasse freigespielt von Brückner.
das ist natürlich für die Schweinfurter extrem bitter, aber soll uns Schnurzpiep egal sein. 18. Minute. Die Bayern führen mit 1:0. In der 18. Spielminute geht der FC Bayern 2 mit 1:0 in Führung. Torschütze war die Nummer 16, Nemanja Muntika. Also ich sag mal so, dass der Gegner, dem ganz klar die erste Viertelstunde gehört hat, daraus kein Kapital schlagen oder geschlagen hat, dafür können wir nichts. Aber für unsere Qualität in der Offensive, dafür können wir was. Und das hat Muntika hier eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Aber jetzt heißt es, hinten aufgepasst. Situation abgepfiffen. Freistoß für die Bayern. Feldern muss wieder einstecken. Ja, und der hat die Erfahrung natürlich auch in seinem Körper. Der setzt sich nicht so einfach hin. Mit so schmerzverzerrtem Gesicht. Hoffentlich nichts Ernsteres. Bei unserem Capitano steht zum Glück wieder. Vorhin musste er oben am Kopf einstecken. Jetzt unten beißt er auf die Zähne. Und wird, wie sagt man, so schön in der Fußballersprache, den Schmerz hoffentlich auslaufen können. Adi, Adi! Hoch, Adi! Hoch, Adi! Feiner Doppelpass zwischen Brückner und Feldhahn, auch wenn der vielleicht nicht so geplant war. Schweinfurt zeigt sich relativ unbeeindruckt von diesem Rückstand. Jetzt aber der Fehler, Tillmann. Ah, schade, kann sich da leider nicht durchsetzen. Malik Tillmann, der ja in dieser Saison schon bei unseren Profis auch sein Debüt feierte. Dazu gleich mehr. Erst das gute Stellungsspiel hier von Bright RB, dann das nächste Foulspiel gegen Vidovic. Und das verlegt sich immer mehr nach hinten. Vorhin wurde er links und rechts auf den Flügeln gefoult und jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal schon in der eigenen Hälfte. Aber auch das Ausdruck der aggressiven Spielweise der Gastgeber, die weiterhin sehr früh an unserem 16er stören. Vidovic kann den Ball leider hier nicht behaupten. Und Taylor Booth. Tistermeier, gut das Zusammenspiel auf dem Flügel. Taylor Booth, Tillmann bietet sich an, guter Laufweg. Und dann setzt der US-Amerikaner auch stark nach. Jawohl, klasse Einsatz. Und nochmal Tillmann kommt zu Fall. Pfeife bleibt stumm, weiter geht's. Gegenangriff läuft. Jetzt heißt es hinten gut postieren.
Mittelfeld haben, navigiert da auch Batista Meier im Vollsprint zurück. Klasse, super gemacht von Olli Batista Meier. Sieht vielleicht jetzt nicht so spektakulär aus, aber wie der die Meter zurück macht, und dafür gibt es jetzt auch hier das Einschlagen mit Nico Feldhahn. Super Rückwärtsbewegung vom 20-Jährigen, der sich da alles andere als zu schade ist und im Vollsprint dann zurückeilt und auch klärt. Ganz wichtige Aktion, Ecke für Schweinfurt. Zweiter Ball. Dillmann rückt raus, kommt nicht ran, aber Keins ist da. Und der Torschütze. Utica. Meris Skenderovic, der Mann mit der Nummer 9 bei Schweinfurt mit dem Tackling. Etwas mehr als die erste Hälfte ist vorbei. Hocheffiziente Bayern-Amateure führen gegen sehr offensive Schweinfurter mit 1:0. Torschütze in der 18. Minute. Motika. Ah, schade, dass da Tillmann wegrutscht, aber im Krabbelmodus geht's weiter. Dann auf Vidovic. Vidovic, ah, schade, dass sie sich da nicht durchschlängeln können. Feldhahn im Laufduell zu Fall gebracht von Jabiri. Torben rein. Brückner. RMB. Ja. Gefährlicher Ballverlust, aber Aydin stopft das Loch. Aufgepasst. Eine schlechte Flanke von Haas. Schwer zu nehmen, Jabiri, der 14-Tore-Mann. Kriegt aber zum Glück aus Bayern-Sicht nicht die Koordinaten in seine Innenseite, sodass er den richtig drücken kann. Aber auch hier klasse, wie in diesem Falle Motika auch zurückarbeitet, auch wenn er die Flanke nicht unterbinden kann. Hier sieht man es. Auch er macht die Meter zurück. Genauso wie kurz zuvor Batista Meier auf der anderen Seite. Schweinfurt bleibt griffig bei den zweiten Bällen und auch bei den dritten Bällen. Aufgepasst. Torben Rhein passt auf. Nächster Eckball für die Gastgeber. Da liegt jetzt ein nächster Akteur. Ich glaube, es war oder ist Taylor Booth am Fünfer. Der US-Amerikaner, der ebenso wie Malik Tillmann, damit kann ich das zu Ende bringen, sein Profidebüt bereits feiert in dieser Saison, beide in der ersten Pokalrunde beim 12:0 gegen den Bremer SV. Er muss auf die Zähne beißen. Adlung mit der Ecke. Feldhahn, klasse, aufgepasst. Und jetzt Feldhahn in Vollsprint nach vorn. Und Batista Meier. Und Feldhahn wird hier in Szene gesetzt. Gut gemacht. Gut das Zuspiel, schade. Fast gut. Der Steilpassversuch von Motika auf Vidovic, aber das war vom Ansatz her ein klasse Konter. Stark auch der Spurt von Feldhahn. Der jetzt schon wieder hinten zu finden ist. Kein schlechter Spielzug von den Schweinfurtern. Glücklicherweise stimmen diesmal bei Adlung die Koordinaten nicht. In der Innenseite zuvor war es ja
Jabiri. Ja, kann man mal machen. Der Türspalt hat sich geöffnet. R&B ist durchgegangen. Vidovic holt sich das nächste Foul. Jetzt sagt der Unparteiische: Freunde, so nicht mehr. Es gibt die erste gelbe Karte. Was leider bestehen bleibt, die relativ frühen Ballverluste von den Bayern Amateuren. Da könnten sie gerne für mehr Entlastung sorgen. Böhnlein fast schon an der Torauslinie mit dem Foul. Pressen der Gastgeber. Und wieder gibt es nicht die Entlastung. Also Schweinfurt hat jetzt auch nicht von der Quantität her so viele Chancen. Insgesamt zwei nennenswerte. Aber durch ihr frühes Pressing, ihr extrem hohes Anlaufen, ist das doch eine relativ dominante Angelegenheit. Boah. Abseitsposition von Böhnlein. Auf der anderen Seite haben wir die Qualitäten vorne, siehe 18. Minute. Und dann, wenn wir mal vorne auftauchen, zuzuschlagen. Aber ob das auf Dauer so gut geht, natürlich, irgendwann wird es auch eine Kraftfrage sein. Also das können die Schweinfurter nicht tutto completo durchhalten. Dieses intensive Stören. Halbe Stunde vorbei. 1:0. Immer noch die Führung für die Mannschaft von Martin De Michelis. Zweiter Ball, den wir gewinnen können. Kaum habe ich es ausgesprochen, schon kommt Schweinfurt. Ui. Keins hebt den Arm, war das Foul oder Abseits? Schauen wir nochmal drauf. Hier Torben rein. Hier war alles im grünen Bereich, aber das möglicherweise dann Abseitsposition. Schwer zu erkennen. Also alles soweit im grünen Bereich. Und der Abschluss von Jabiri dann drüber und noch nachgetragen, weil es vorhin schwer zu erkennen war. Danke an die Regie, die gelbe Karte, die erste in dieser Partie gegen die Nummer 17, der Gastgeber gegen Nico Rinderknecht. Komm her.
Klasse Zuspiel, super. Ball an und Mitnahme auch von Batista Meyer. Ja, macht er gut in der Situation. Bedrängt von David Grötzinger, den Linksverteidiger. Dann schießt er den Gegenspieler an. Holt den Einwurf raus. Tillmann. Tillmann. Scharfe Hereingabe. Mutika super zurückgelegt, wollte ich schon sagen. Da muss noch mal Vidovic nachjustieren. Vidovic. Brückner und Ecke für die Bayern. Jojo. Also das hat schon Hand und Fuß, wenn die mal vorne sind. Feines Tänzchen von Gabi Vidovic. Super Ballbehandlung vom U21-Nationalspieler aus Kroatien. Aydin mit der Ecke. Ja, warum nicht? Klasse Ball, zweiter Ball jetzt. Scharfe Reingabe, nächste Ecke. Jetzt setzen sich die Bayern-Amateure da vorne fest. Ich glaube, es war Taylor Booth mit dem Schuss aus der zweiten Reihe. Jetzt mal so etwas wie eine Druckphase von der Reserve des Rekordmeisters. Aydin wieder beide Hände hoch und den Ball rein. Der kommt mit viel Schnitt. Ah, sah gefährlich aus. Ich dachte, Tillmann köpft ihn aufs Tor. Guter Einsatz von Feldhahn und Vidovic. Bleibt hängen, kriegt nicht den Freistoß. Möglicherweise schlägt das Pendel jetzt so ein bisschen um. Jetzt haben es die Bayern wirklich mal gut geschafft, nach vorne zu spielen. Zum einen Schweinfurt vom eigenen Tor wegzuhalten, aber auch vorne die Offensivqualitäten besser hier aufs Parkett zu bringen. Mutika, oh, ist das gut. Das 1 gegen 1 von dem. Immer noch Mutika. Mutika auf und davon. Mutika mit Übersicht. Tillmann. Und Batista Meyer. Aber das sind jetzt gute Kombinationen. Auch wenn da Batista Meyer verzieht. Klasse die Vorarbeit von Mutika. Super auch die Übersicht hier von Tillmann. Winkel dann spitz. Wir reden auch schon wieder nicht. Wir haben keine Kommunikation. Wir müssen nur einen Meter links sagen. Aber jetzt ist das eher das Bayern. Amateure-Gesicht aus dieser Saison. Gute 10 Minuten noch zu gehen in dieser ersten Hälfte. Und genau in die Druckphase der Bayern rein. Der vermeintliche Ausgleich, ja, war Abseitsposition von Jabiri. Und aus dieser Perspektive stand er auch klar in der verbotenen Zone. Braucht man auch keinen Videoschiedsrichter. Und wir sind schon auf der anderen Seite. Tillmann ans Außennetz. Das ist jetzt ein Hin und Her. Und so dominant Schweinfurt war in den ersten fast 35 Minuten, so wenig Chancen hatten dann die Gastgeber. Und die Bayern ziehen jetzt an und hatten jetzt drei gute Chancen. Booth mit dem Weitschuss, Batista Meyer und jetzt Tillmann. Aydin. Scharfer, zu scharfer Ball auf für Vidovic. Also das ist in Summe gefährlicher, was die Bayern nach vorne machen, als die Gastgeber. Super Ballgewinn von Malik Tillmann. RMB, Aydin, gute Körpertäuschung
mit der er sich dann diesen Vorteil verschafft hat. Und Brückner gefällt mir auch ausgesprochen gut auf der linken Außenverteidigerposition. Motika für Torben Rhein. Offensivfoul. Situation gut in der eigenen Hälfte. Was für ein Lapsus, Tillmann! Das muss es sein! Tillmann! Das ist es! 2-0 für die Bayern Amateure! Jawohl, ja! Malik Tillmann riecht den Braten und schiebt ihn dann in den Ofen ein. 39. Minute. Malik Tillmann mit seinem zweiten Tor in dieser Regionalliga-Saison. Klasse antizipiert und den Rest macht er dann auch wunderbar. Legt sich den Ball pfannenfertig selbst vor und behält dann die Übersicht. Und finalisiert eiskalt. 2-0 für das Team von Martin De Michelis. Und das der Torriecher. Hat der Malik Tillmann, hat er nicht nur bei unseren Amateuren bewiesen, sondern auch, ich habe es ja vorhin schon mal angerissen, hat auch bei den Profis debütiert in dieser Saison beim 12:0 gegen den Bremer SV in der ersten Pokalrunde. Und da hat er auch gleich getroffen. Und jetzt die Chance und die klasse Parade von Manuel Kainz. Ganz starkes Stellungsspiel. Klasse Szene. Der Schuss von Adam Jabiri. Aber sie haben nicht den Punch wie die Bayern Amateure im Abschluss. Auch jetzt bei dieser Situation artistisch gemacht von Miris Skenderovic. Also das muss man ihnen lassen. Starker Auftritt von Schweinfurt. Aber Mirsan halt auch effizient. Muss man ganz klar so sagen. Und das Zweite hat sich irgendwo auch angedeutet. Da haben die Bayern aufs offensive Gaspedal gedrückt, hatten ihre Chancen. Und sind dann eben in ihrer Verwertung dann doch klinischer und effizienter als die Schweinfurter. Die aber nochmal kommen und die jetzt rankommen. Ärgerlich, dass es mit dem 2-Tore-Vorsprung nicht in die Halbzeit geht. 42. Minute, der Anschlusstreffer durch Christian Böhnlein. Dritter Treffer in dieser Regionalliga-Saison durch den zentralen Mittelfeldspieler. Und das gibt den Schweinfurtern vermutlich nochmal Rückenwind. Da war ich gerade dabei, die Bayern Amateure so zu loben.
Aydin. Gutes Tackling. Und Booth. Batista Meyer. Harter Zweikampf gegen Malik Tillmann von Lamar Yabrut. Gute 2 Minuten noch zu gehen. In dieser ersten Hälfte, die ja mit rund 15 Minuten Verspätung angepfiffen wurde wegen des hohen Zuschauerandrangs. R&B. Und Kainz beim Gegentreffer machtlos, obwohl er auch noch dran war. Hat er vor einmal super gehalten. Aydin gegen den mit aufgerückten Rechtsverteidiger Haas. Und es gibt nochmal Freistoß für die Schweinfurter. Das heißt, es höchste Aufmerksamkeit da hinten, damit man zumindest den Ein-Tore-Vorsprung mit in die Halbzeitpause nimmt. Und raus damit, jawohl. Muss auch mal sein. So ein geschmeidiger Befreiungsschlag. Letzte Minute läuft. In der ersten Hälfte, in der, auch auf die Gefahr, dass ich mich da wiederhole, die Schweinfurter wirklich sehr, sehr druckvoll aufgetreten sind. Mitunter sehr früh gestört haben, die Bayern kaum zum Spielaufbau haben kommen lassen. Die Amateure dann mit der ersten Chance gleich in Führung gegangen. 18. Minute, Motika mit seinem 10. Saisontreffer. Dann nach etwas mehr als einer halben Stunde wurde das Team von Martin Demichelis druckvoller, hatte einige Chancen. Kam dann infolgedessen in der 39. Minute durch Tillmann zum 2:0. Dieser 2-Tore-Vorsprung hielt aber leider nur 3 Minuten. 42. der Anschlusstreffer durch Böhnlein. Das der Stand der Dinge nach dem ersten Durchgang. Wir sind in der Nachspielzeit. Jetzt nicht erkennen können, wie viel Nachspielzeit angezeigt wurde. Jetzt sind wir schon eine Minute drüber. Nochmal die Schweinfurter. Booth. Und das war's. Mit Hälfte Nummer 1 zwischen Schweinfurt und den Bayern Amateuren. Wir führen mit 2:1. Es ist aber eine enge Geschichte. Hoffen wir, dass wir auch im zweiten Durchgang den Vorsprung halten oder sogar ausbauen können. Jetzt in der Halbzeitpause, liebe Bayern-Fans, gibt es das Campus-Magazin, das es auch jeden Montag auf unserem Channel zu sehen gibt. Viel Spaß dabei und dann geht's weiter mit der zweiten Hälfte. Servus, ich bin der Oliver Batista Meyer, bin 20 Jahre alt und spiele beim FC Bayern München. Dass ich ein offener Mensch bin, lustig Mensch bin, dass ich sehr oft Spaß mache, aber keine Ahnung, dass ich vor allem immer Gas gebe, gerne auf dem Platz stehe. Ich glaube, das ist eher das Wichtige, was Sie wissen müssen.
glaube, dass ich mit dem Ball meine Qualitäten habe, Technik und auch vorne alles. Ich glaube, ich bin schnell mit dem Ball, habe einen guten Abschluss. Also ich bringe ein paar Sachen mit, habe, glaube ich, gute Standards. Die kann ich auch noch gut mitbringen. So ein paar Sachen, ja. Ich habe angefangen im Dorf bei uns zu Hause, Wiesenthaler Hof heißt es, mit 4 Jahren. Ich habe da mein erstes Spiel, ein Eigentor direkt geschossen. Und dann bin ich mit 9 Jahren bin ich dann zu Kaiserslautern gewechselt. Habe dort 5, 6 Jahre gespielt. Und dann, dann bin ich dann mit 15 Jahren bin ich dann zu Bayern gewechselt. Genau, und dann war ich ein Jahr in Herrenwehen und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und ja. Also der Plan war, dass ich wechsle von Kaiserslautern. Ich wollte meine Familie immer dabei haben. Mein Vater war auch zum Glück dabei, aber das erste halbe Jahr war extrem schwer. Also ich habe echt lange gebraucht, um mich wohlzufühlen. Aber dann ging das eigentlich schnell. Also nach spätestens 5, 6 Monaten lief alles gut. Ich habe mich wohlgefühlt, habe eigentlich auch meine Freunde nicht so sehr vermisst. Also es ging echt gut, klar. Aber die Anfangszeit war sehr, sehr schwer für mich. Ja, also ich habe im ersten Jahr bei den 2000ern gespielt und ja, einfach immer durch Leistung. Ich versuche immer der Beste zu sein, egal wo ich spiele. Und ich glaube, egal wo ich spiele, ich versuche immer das Beste daraus zu holen. Und so ging das dann über die Jahre. Das war ein sehr, sehr besonderer Moment. Mein erstes Spiel für Bayern, für die Profis. Ja, was da in meinem Kopf vorkam, kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall einfach nur Freude. Ich wollte einfach nur auf den Platz gehen und einfach da spielen. Aber also Wahnsinnsgefühl war das wirklich. Also es war ohne Fans. Also ich glaube, mit Fans wäre es noch mal anders gewesen. Aber ja, der Trainer war genau auf meiner Position, hat ganz halt mit mir geredet, was ich machen soll. Also ich habe mich echt nur auf ihn auch richtig konzentriert, muss ich sagen. Man ist nicht so befreit, muss ich sagen. Man ist schon ein bisschen nervös, war ich schon, muss ich sagen. Ja, aber dann irgendwann nach 5 Minuten, dann ging das schon ein bisschen. Ja. Und der Stand war auch 5-0, glaube ich, oder so. Deswegen war es nicht so schlimm. Ja, es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Also es war, am Anfang habe ich viel gespielt, aber ich habe mich nie so wohl gefühlt. Ich glaube, das Spielsystem hat auch nicht zu mir gepasst. Dann hatte ich irgendwann Corona und dann war es für mich sehr schwer. Dann war ich nicht mehr fit und der Trainer hat mich dann nicht mehr so oft eingesetzt. Ja, und dann war es einfach schwierig. Aber so, es war jetzt so das erste Mal, wo es jetzt so nach unten lief, sehr. Ich nehme das auch mit auf jeden Fall und habe viel daraus gelernt. Das ist wichtig. Also die meisten dachten, haben sich gewundert, wieso ich jetzt nochmal Regionalliga spiele, aber für mich war erstmal das Wichtigste, dass ich spiele erstmal und dass ich mich wohlfühle. Und das habe ich hier alles. Ich fühle mich hier wohl und kann spielen. Und ja, wie lange ich jetzt hier bleibe, weiß ich nicht. Bis jetzt läuft alles gut. Ich mache meine Tore und Vorlagen und kann dem Team helfen. Aber ja, also ich bin glücklich und bin froh, dass es ist, wie es gerade ist. Bis jetzt, ja, würde ich sagen, schon gut. Es könnte noch besser sein, aber wir sind jetzt, glaube ich, Erster. Und ja, die letzten 2 Spiele waren jetzt ein bisschen, 2-mal unentschieden, aber bis jetzt bin ich echt zufrieden mit der Mannschaft. Die wollen alle Gas geben, wir wollen uns immer verbessern, bin echt zufrieden. Ich bin, glaube ich, der viertälteste in der Mannschaft. Die anderen sind alle 17, 18. Ja, ich versuche denen auch manchmal was mitzugeben, wie das bei mir war oder vor 2, 3 Jahren. Ich habe auch Fehler gemacht. Versuche denen das zu sagen, dass sie nicht die gleichen Fehler machen. Aber ich würde schon sagen, dass ich ein Führungsspieler bin. Ja.
Ja, super. Also mit den Trainern, die sind top. Also der ganze Trainerstab, auch Physios, alles, was dabei ist, überragend. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl. Das hat auch was damit zu tun, dass ich hier bleibe, weil ich einfach auch einen Trainer brauche, der mir Selbstvertrauen gibt. Und das habe ich bei denen zu 100%. Ich bin mehr als zufrieden mit den Trainern. Also das ist wie ein Geschenk für mich, wirklich. Ja, Uli ist ein sehr feiner Kerl, ein sehr netter Mensch. Ich mag ihn sehr gerne. Ist immer höflich, immer nett, hat immer ein Lachen auf dem Gesicht. Ist einfach ein fröhlicher Mensch und dazu noch ein sehr, sehr guter Fußballer. Also es macht einfach Freude, ihm zuzuschauen, wie er Dinge intuitiv einfach gut macht. Und wir versuchen ihm natürlich, nachdem er von der Ausleihe jetzt zurückgekommen ist, zu helfen, dass er zu seiner alten Form findet und ja, hoffentlich noch eine schöne Karriere haben wird. Also meine Ziele sind jetzt erstmal auf jeden Fall, mich immer zu verbessern jetzt, dass ich einfach nochmal auf meine Qualität komme, dass ich alles rausholen kann aus mir. Und ja, dass ich den nächsten Schritt mache, auch ob es zweite Liga oder Erstliga ist, weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Ich werde sehen, aber auf jeden Fall den nächsten Schritt muss ich gehen in Deutschland auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall Cristiano Ronaldo ist mein Vorbild. Also jeder weiß, wie er ist. Ich glaube, das muss man nicht mehr sagen, aber ja, und mein Bruder ist auf jeden Fall mein Vorbild, muss ich sagen. Ja. Also da ist schon Übung dahinter, aber es kommt auch von der Familie. Also, mein Bruder kann wirklich, er spielt in kleinen Ligen, aber die Standards kann er noch besser, wirklich. Aber natürlich ist da auch Training dabei, aber ich habe das auch früher immer, habe ich das mit meinem Bruder viel trainiert, muss ich sagen. Also das Talent und Arbeit, würde ich sagen, ja. Ja, sehr, sehr viel. Das ist was richtig Besonderes. Mit einem Bayern-Trikot rumzulaufen. Also, es bedeutet mir sehr viel. Es macht auch extrem Spaß. Ja, das ist einfach ein überragendes Gefühl. Fünfter Spieltag in der A-Junioren-Bundesliga. Die U19 des FC Bayern, Corona-bedingt erst mit 2 Spielen auf dem Konto, startete nach 5-wöchiger Pause gut in die Partie bei der U19 von Saarbrücken. Die Flanke von Marmin Sanyang buxiert Yannick Ernst ins eigene Tor. 0:1 für die Bayern nach 16 Minuten. Und die Münchner weiter druckvoll, vor allem in der ersten Hälfte mit schönen Kombinationen. Bahar Nesiri in der 33. Minute mit dem 0:2. Die Bayern in der ersten Hälfte einfach zu stark für den Tabellenletzten. Nur 4 Minuten später netzt Arion Ibrahimovic zum 0:3 ein. Der erst 15-Jährige nach seinem Doppelpack zuletzt bei der U17 mit seinem Premierentor für die U19 des FC Bayern. Und einen hatten die Münchner noch vor der Pause. Freistoß für die Bayern in der Nachspielzeit. Keeper Dupré kann den Nachschuss von Ibrahimovic nur nach vorne abklatschen lassen und Bahar Nesiri mit dem Doppelpack und dem 0:4 für die Bayern. In Halbzeit 2 das gleiche Bild, die Münchner im Vorwärtsgang und mit dem 0:5 in der 58. Minute. Yusuf Kabadai aus Spitzenwinkel mit seinem 2. Saisontor. In der 69. Minute dann noch der Ehrentreffer für die Saarbrücker. Alessandro Lazzano trifft nach schöner Vorarbeit zum 1:5. Doch die Bayern zu stark für die Saarländer und so gewinnen die Münchner mit 5:1 und klettern in der Tabelle auf Platz 10 bei noch 2 Spielen weniger auf dem Konto. Partie gedreht und den 2. Sieg in Folge eingefahren. Die U17 der Bayern trifft mit dem FC Ingolstadt auf eine Mannschaft, die bereits 2 Spiele mehr absolviert hat und deswegen wohl auch etwas eingespielter ist. Nach 10 Minuten bringt Öztürk die Gastgeber in Führung. Doch in der 2. Halbzeit sehen wir eine andere Münchner Mannschaft, deutlich zielstrebiger und mit mehr Durchschlagskraft. Alemu in der 43. Minute mit dem Ausgleich. Nur 3 Minuten später geht der FC Bayern dann sogar in Führung. Demircan, der Torschütze, zum 2:1. Herrlicher Treffer aus der Distanz.
Ingolstadt sichtlich geschockt. Und die Bayern jetzt in Torlaune. 48. Minute. Unsold erhöht, der dritte Treffer innerhalb von 5 Minuten. Die Münchner lassen jetzt nichts mehr anbrennen und haben in der 67. Minute sogar vom Elfmeterpunkt noch die Chance auf den vierten Treffer. Yildiz scheitert am stark parierenden Torhüter Huber. Der vierte Treffer fällt dann aber doch noch kurz vor Schluss. 79. Minute, der eingewechselte Scholze mit dem 4:1. Das dann auch der Endstand. Für die U17 geht es bereits am Mittwoch mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg weiter. Raus aus dem Campus-Magazin, rein ins Sachs-Stadion zur zweiten Hälfte in der Nachholpartie vom 12. Spieltag in der Regionalliga Bayern zwischen dem 1. FC Schweinfurt 05 und den FC Bayern Amateuren, die mit 2:1 führen, die sich sehr effizient präsentiert haben in der ersten Hälfte, in der die Gastgeber, ja, müssen wir nicht drum herum reden, sehr viel Druck gemacht haben, sehr früh gepresst haben, mitunter Dauerdruck des Tabellenfünften, aber wir haben uns eben sehr, sehr effizient präsentiert. Sind dann gleich mit der ersten Gelegenheit in der 18. Minute durch Nemanja Mutica in Führung gegangen. 10. Saisontreffer für den 18-Jährigen. In der 39. Malik Tillmann dann mit dem 2:0. Aber die Gastgeber kamen nochmal zurück vor dem Pausenpfiff durch Böhnlein in Spielminute 42. Deswegen alles noch offen und spannend an diesem Dienstagabend. Ich habe es während der ersten Hälfte schon mal erwähnt. 12 Duelle gab es bisher in der Regionalliga Bayern zwischen diesen beiden Mannschaften. Also seit 2013, 14, 6 Mal konnten wir gewinnen bei 5 Unentschieden und nur einer einzigen Niederlage. Die gab es hier in Schweinfurt im Mai 2016. In den folgenden 6 Duellen konnten wir 4 Mal gewinnen bei 2 Unentschieden. Also wir sind seit 6 Regionalliga-Partien gegen Schweinfurt unbesiegt. Die Serie kann und soll heute Abend gerne ausgebaut werden. Am besten natürlich mit einem Auswärtsdreier. Aber das werden nochmal sportliche 45 Minuten. Oliver Battista Meyer hatte eine gute Gelegenheit in der 36. aus spitzem Winkel, aber hat auch nach hinten stark mitgearbeitet. Der bisher auch eine starke Saison absolviert für die Bayern Reserve. Steht heute im 14. Saisonspiel zum 14. Mal in der Startelf. 9 Tore. Da kann er gerne in der zweiten Hälfte das ein oder andere noch drauflegen. Einmal durchzählen bitte und dann geht's weiter mit der zweiten Hälfte. Die Bayern jetzt von links nach rechts und sofern ich das auf Anhieb erkennen kann, unverändert aus der Pause rausgekommen vom Personal her. Gleiches gilt für die Gastgeber. Tillmann. Fein gemacht, elegant gelöst. Pass kommt dann leider nicht an, aber jetzt vielleicht die Kontergelegenheit. Schade, Mutica. Aber sie halten dagegen. Da stand der Unparteiische genau daneben, Patrick Hanselbauer. Freistoß für Rot, für den Tabellenführer.
der aber, das muss man auch fairerweise natürlich anfügen, eine Partie mehr hat als Bayreuth. Motika. Nimmt Tillmann fast mit. Pass kommt nicht an, aber gutes Nachsetzen von Tillmann. Ja, und dann Bright RMB. Der war unnötig. Macht aber gleich wieder gut. Aber das hat man am heutigen Abend zu oft gesehen. Diese Pässe nach vorne, die dann oftmals nicht ankommen. Zu leichtfertig die Ballverluste. Vidovic kriegt hier den Freistoß nicht gegen, ja, Brew. Labuth gegen zwei. Situation zurückgepfiffen, aber das mit der Zuordnung nicht ganz gestimmt. Schweinfurt macht auch jetzt zu Beginn des zweiten Durchgangs gleich mächtig viel Druck. Und dadurch der frühe Ballgewinn für das Team von Tobias Strobel. Gegen Adlung. Klärt zum Einwurf. Aber auch jetzt setzen sich die Gastgeber in der Hälfte der Bayern-Amateure fest, wie über weite Strecken der ersten Hälfte auch. Fällt an. Aydin. Bleibt dabei, dass die Reserve des Rekordmeisters selten für Entlastung sorgen kann. Booth. Immer noch Booth. Taylor Booth. Was ist denn das für ein Lauf? Stark gemacht. Klasse Vorstoß vom 20-jährigen US-Amerikaner. Vidovic. Booth. Vidovic. Und auch hier der zu schnelle, zu leichtfertige Ballverlust. RMB muss rausrücken. Brückner in den Zweikampf verwickelt. Aydin stopft das Loch. Gut gemacht. Rein für Tillmann. Ja, dann ist der Ball wieder weg. Labuth muss zurück. Da ist jetzt eine Lücke. Adlung hat den Platz. Und wichtig, dass da Brückner diesen Abschlussversuch abblockt. Angelo Brückner bereits in der ersten Hälfte, in der 10. Minute, mal absolut richtig postiert, als er kurz vor dem Einschlag rettete. Aber die Bayern, sie haben eigentlich die Technik und die Ballbehandlung, um den Ball auch länger mal in den eigenen Reihen zu halten, aber schon wieder jetzt der zu schnelle Ballverlust.
Feldherrn. Gegen den Torschützen der Gastgeber, gegen Böhnlein. Jetzt extrem zurückgezogen. Fast alle im letzten eigenen Drittel. Feldherrn, wichtig bei dieser Kopfballquervorlage von Jabiri. Ecke für Schweinfurt. Stefan Buck mit den Anweisungen von außen. Adlung mit der Ecke. Auf den kurzen Pfosten. Aydin, wichtig. Und jetzt, nicht der Konter, Adlung arbeitet zurück. Wieder nicht wirklich Entlastung für die Bayern Amateure. Jetzt mal in Ruhe den Ball halten. Booth, Kainz, RMB, Torben Rhein. Das war jetzt mal spielerisch klasse gelöst. Und Motika und dann, schade, ärgerlich. Unforced Error, wird man im Tennis sagen. Jabiri gegen Booth. Und Brückner, wieder ganz wichtig, dass er da klärt. Aber da haben sie es mal spielerisch über ein paar Stationen gut geschafft, sich den Freiraum zu verschaffen. Und dann wird der Ball doch wieder zu schnell hergeschenkt tatsächlich. Da haben sie eigentlich ganz andere Qualitäten. Tillmann. Auf der anderen Seite Motika frei, jetzt von Rhein in Szene gesetzt. Nemanja Motika. Motika, warum nicht einfach mal abziehen? Zweiter Ball. Vidovic. Vidovic. Schuss noch entschärft. Nicht schlecht vom Ansatz. Gute 10 Minuten vorbei in der zweiten Hälfte. Tillmann. Klasse gemacht, der sich da den Freiraum verschafft. Tillmann. Tillmann, immer noch Tillmann. Jetzt legt ihn nach links. Fast. Da wäre die Bahn frei gewesen. Für Motika jetzt mal eine stärkere Phase von der Reserve des Rekordmeisters. Mehr und längere Ballbesitzphasen. Die Mannschaft von Martin De Michelis, Batista Meyer, Vidovic, Taylor Booth. Und nochmal der Rechtsverteidiger. Ball kommt nicht an von Batista Meyer. Brückner. Gegen Skenderovic. Liebe Zuschauer, eine Information für die Medienvertreter der FC5 bedankt sich heute Abend bei 3340 Zuschauern. Vielen Dank für Ihren Besuch. Wenn ich es richtig vom Stadionsprecher vernommen habe, habe ich gerade die Zahl etwa 3000 Zuschauer vernommen. Im Vorfeld auf der Homepage von Schweinfurt war von 10.000 zu erwartenden die Rede.
oder die hier rein könnten. Und das Stadion macht auch dafür einen ziemlich vollen Eindruck. Vollspiel gegen Tillmann. Also maximal, ich habe es nochmal nachgeschaut, dürften 9.859 Zuschauer hier begrüßt werden im Sachsstadion. Also entweder ich habe mich gerade verhört mit den 3.000 oder ich habe dann Wahrnehmungsfehler. Weil wenn das nur 3.000 sind, angesichts der relativ vollen Ränge, dann will ich nicht wissen, wie voll es ist, wenn hier knapp 10.000 wären. Fällt an. Und dann klasse Tackling von Aydin in der Rückwärtsbewegung. Ganz wichtig. Sonst hätte Böhnlein eine gute Chance gehabt, hier einen Doppelpack zu schnüren. Vidovic, oh, das war gut. Zweimal so ein Abpraller und jetzt viel Grün vor sich für Torben Rhein. Batista Meyer wird hinterlaufen von Taylor Booth. Batista Meyer, Rhein, Motika. Brückner läuft mit ein! Oh, 3:1 für die Bayern Amateure. Setzt er den gut, der Nemanja Motika. Doppelpack für den 18-Jährigen. Und was für ein Feiner. Den setzt er perfekt. Da freue ich mich jetzt schon auf die Zeitlupe. Und ab dafür. Bühne frei für Nemanja Motika. Biegt nach innen ab. Und der passt. Sowas von pfannenfertig. Super Tor. Saisontor Nummer 11 für Nemanja Nene, wie er genannt wird, Motika. Tillmann, 4:1, Dreierpack, Nemanja Motika. Ganz stark herausgespielt. Die Bayern schlagen Doppelzug, ganz langsam, schlagen doppelt zu durch den Dreierpacker. Das 3:1 war ein super Schlenzer. Das 4:1, ja, staubtrocken. Muss er nur noch einschieben nach der feinen Vorlage von Malik Tillmann. Und jetzt ist hier erstmal der Stecker gezogen, außer für die Bayern-Fans. RMB gut gelöst vom 18-Jährigen. Der war nicht ohne dieser Kopfball. Und keins. Natürlich spielt das den Bayern Amateuren jetzt komplett in die Karten. Und Tillmann, ja, muss gelb geben. Gegen Kevin Ferry. Das hatte schon viel von griechisch-römisch.
Da wäre Tillmann auf und davon. Tillmann auch sehr effektiv. Ein Tor hat er selbst gemacht. Das 4:1 hat er jetzt vorbereitet. Doppelwechsel bei Schweinfurt. Tim Kraus mit der Nummer 31 und Amar Cikic sind in der Partie. Schade. Vidovic und Booth können dann nicht den Ballgewinn für sich herausholen. Boah, klasse gemacht von Aydin, wie er da den Körper einsetzt. Gegen Jabiri. Brückner muss nachjustieren. Natürlich muss sich Schweinfurt jetzt erstmal auch ein bisschen fangen. Das war aus Sicht der Gastgeber ein herber Doppelschlag. Aus Sicht der Gäste ein erfreulicher und hocheffizienter Doppelschlag. Aydin. Tillmann. Booth. Einwurf für Rot. Und Applaus von Martin Demichelis. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern. Trifft es ganz gut. Naja, sie hatten mehrere Torschüsse, aber trotzdem viermal haben sie bisher getroffen. An diesem Abend dreimal davon. Nemanja, Mutika stehen jetzt im 14. Saisonspiel bei 50 Toren. Wow. Dann werden bei 1:4 Rückstand auch solche Bälle unpräziser und unpräziser. Brückner. Vidovic. Situation zurückgepfiffen. Wieder Brückner. Macht eine ganz starke Partie, hat auch einige Male in höchster oder allerhöchster Not gerettet. Batista Meier, super Flanke mit ganz viel Schnitt, schade. Vidovic kommt um Haaresbreite nicht dran. Super runtergepflückt, einmal vorgelegt. Und stark vors Tor gezogen.
Vidovic. Klasse Ballbehandlung. Gabi Vidovic rechts, Batista Meier links, Motika. Batista Meier, guter Ballkontakt. Tillmann mit der Drehung. Batista Meier, Batista Meier! Jetzt kann sie ihre Klasse da vorne auch befreit aufspielen. Mitunter super Direktpassspiel. Und wieder Brückner. Also aus dem Spiel kann er sich so einiges einrahmen. Ganz, ganz wichtige Aktion, wenn ich es jetzt noch richtig gesehen habe, bevor umgeschnitten wurde. Ja, Feldhahn ist da, glaube ich, auch noch mal zu seinem Linksverteidiger. Hat ihn da abgeklatscht, weil natürlich auch unser Kapitän merkt, was für wichtige Aktionen Brückner heute hier schon gebracht hat. Und Feldhahn bringt jetzt selber die nächste wichtige Aktion. Gute Kopfballabwehr, Konter der Bayern. Batista Meier rechts, Motika. Der wird doch nicht ein viertes Mal. Der wird doch nicht noch eine vierte Bude drauflegen, bremst ab. Ich dachte schon, der läuft jetzt durch und macht dann den Viererpack. Aber er hat ja noch ein bisschen Zeit. Aydin und RMB super zusammengelöst. Und keins. Schweinfurt beweist Moral, versucht weiter nach vorne zu spielen, aber zum einen ist das natürlich aus Sicht der Gastgeber vom Mentalen her extrem schwierig, weil sich die Jungs von Martin De Michelis so effizient erweisen und vorne eben auch so kaltschnäuzig. Und dann liegt man mit drei Treffern zurück aus Sicht von Schweinfurt und natürlich schwinden auch irgendwo die Kräfte. So ein hohes und intensives Pressing kannst du nicht 90 Minuten durchhalten. Aber möglicherweise kommen sie hier zur nächsten Chance. Keins steht gut und entschärft dann final im Nachfassen. Torben rein. Ah, was ist absolut nicht notwendig. Gelb für den Torschützen von Schweinfurt, für Christian Böhnlein. Batista Meier, Vidovic stellt den Körper gut dazwischen, auf engstem Raum! Und Motika. Gute Parade von Louis Zwick. Aber wie sich da Vidovic durchgetankt hat, das war auch stark. Also die Bayern-Amateure jetzt einem fünften Treffer näher als die weiterhin sehr bemühten Gastgeber einem zweiten Tor. Aydin. Rein, Brückner. Und jetzt läuft der Ball auch viel sicherer durch die eigenen Reihen. Jetzt können sie den Ball auch mal über mehrere Stationen halten. Und da muss Böhnlein aufpassen. Hat gerade eben gelb gesehen.
Gute 20 Minuten noch zu gehen. Die Bayern Amateure führen mit 4:1 gegen die bis dato heimstärkste Mannschaft in dieser Regionalliga Bayern Saison. Die aber jetzt von den Bayern Amateuren eben geknackt wurde. Nächster Wechsel bei Schweinfurt. Leider nicht genau zu erkennen, wer rausgegangen ist. Auf alle Fälle Böhnlein raus, das konnte ich noch erkennen. Aber rein mit der Nummer 16 Marco Zietsch und mit der Nummer 11 Amar Suljic. Auf alle Fälle, um das auch nochmal auszuführen, um die Heimstärke von Schweinfurt auch zu belegen. Die Ergebnisse konnten sich bisher mehr als sehen lassen. 5:1 gegen Rhein am Lech, 5:1 gegen Aubstedt, 4:0 gegen Heimstetten, 6:0 gegen Eichstätt. Zuletzt 6:0 gegen Schalding-Heining. Das mehr als eindeutige Heimsiege von Schweinfurt. Jetzt liegen sie 1:4 zurück. Und die Bayern nach zwei Unentschieden in Folge jetzt kurz davor, den zweiten Sieg in Serie einzutüten. Aydin war das, der da geklärt hat. Zweiter Ball, Brückner in der Rückwärtsbewegung. Jabiri kommt relativ frei zum Abschluss. Vorlage durch den eingewechselten Marco Zietsch. Nemanja Motika ist dem besten Torschützen der Regionalliga Bayern. Adam Jabiri mit 14 Treffern heute auf die Pelle gerückt mit seinem Dreierpack. Steht, wie gesagt, jetzt bei 12 Toren. Oliver Batista Meier, Batista Meier! Nicht mit dem 5:1. Entwischt, den Gegenspieler nicht aufzuhalten, auch nicht durch ein Foulspiel. RMB. Schlussviertelstunde ist angebrochen. Schweinfurt gibt nicht auf. Und kommt hier zum 2:4. Ist da doch noch was drin für Schweinfurt? Hoffentlich nicht aus Bayern-Sicht. Der Torschütze, der eingewechselte Marco Zietsch. Wie lautet die Antwort der Bayern Amateure?
Martin De Michelis noch ohne Wechsel. Das ist auch bemerkenswert. Könnte natürlich die Karte jetzt noch hinten raus ausspielen, um auch für noch mehr defensive Stabilität zu sorgen. Tom Rein. Das Duell der beiden torreichsten oder torhungrigsten Mannschaften hat genau das auch eingehalten, was die Statistiken versprochen haben. Jetzt gibt es auch die Umstellung. Amino Sieb kommt in die Partie und der Stefan Buck hatte dann auch was angezeigt. Torben Rein geht raus. Der Dreierpacker packt auch hinten an und klärt. Vidovic jetzt vorne, Sieb dahinter. Die Handzeichen von Stefan Buck jetzt nicht am Stück gesehen bei der Einwechslung von Amindo Sieb. Dann kann man natürlich leichter ablesen, wie die Umstellung ist. Versuche ich gerade so ein bisschen rauszulesen, rauszufiltern. Taylor Booth. Jetzt nichts mehr anbrennen lassen. Ruhig bleiben. Das muss auch die Devise sein in dieser Schlussphase. Deckt nicht auf. Brückner ein weiteres Mal mit einer guten Abwehraktion. Und Nico Felter hier am Bildrand unten zu erkennen. Der pusht nochmal seine Neben- und Vorderleute. Starkes Zeichen von unserem Kapi. Schätzt sich Sieb ein bisschen. Und vom Move her nicht schlecht. Aber sichere Beute für Manuel Kainz. Sie kommen nochmal. Sie entwickeln nochmal Druck. Shabiri will den Elfmeter, den gibt es nicht. War auch auf Anhieb aus meinem Blickwinkel zu wenig. Aber jetzt gibt es den Freistoß. 4:2. Die Sache schien hier durch. Wird es jetzt vielleicht doch nochmal spannend. Exzellente Freistoßposition. Adlung, Steter und Amar Cikic, wenn ich es richtig erkenne. Und Schweinfurt bildet eine Mauer vor der Bayernmauer. Adlung. Und die Bayernmauer hält Wort, bleibt stabil. Erst der nächste Wechsel, dann der Einwurf. Jamie Lawrence, der ja super gespielt hatte gegen Rainer Mlech. Ein Tor vorbereitet mit einem Zauberpass. Ein weiteres erzielt. Mit einem tollen Fernschuss. Er kommt für Batista Meyer, der auch viel nach hinten gearbeitet hat.
Jamie Lawrence stellt sich gleich hinten in der Verteidigung auf. Soll natürlich jetzt helfen, diesen Sieg auch über die Zeit zu bringen und nichts mehr anbrennen zu lassen. So wie hier. Steht da gleich goldrichtig, der 2-Meter-Mann. Das wird nochmal eine heiße Endphase. Martin De Michelis ruft nochmal von außen rein. Fällt an. Freistoß für die Bayern. 7 Minuten noch. Amateure-Fans sind noch mal da, machen sich bemerkbar. Freistoß für die Reserve des Rekordmeisters. Keine Selbstverständlichkeit an einem Dienstagabend, die rund 300 Kilometer mitzumachen. Aber auf unsere Fans ist wie immer Verlass. Und es wäre ihnen zu gönnen, dass ihre Mannschaft im 8. Auswärtsspiel in dieser Saison zum 5. Mal mit 3 Punkten nach Hause fährt. Es sieht gut aus. Gute 6 Minuten sind noch zu gehen. Wir führen mit 4:2. Aber Schweinfurt steckt bis zum Ende nicht auf. Sieb, der ist noch frisch. Kriegt den Ball fast an Vidovic ran. Die Bayern jetzt aufgerückt. Tillmann hat da gut antizipiert, ist stehen geblieben, hat diesen Pass gerochen. Motika. Sieb. Sieb. Und Aydin. Und Vidovic geht nochmal die Meter. Fällt an. Tillmann, ja gut, mit Übersicht, mit Ruhe ausgespielt und jetzt bringt Boot nochmal Tempo rein. Ist jemand in der Mitte? Vidovic kommt beim Nachsetzen nicht dran. Gegenstoß. Der Schnüdel, wie sie genannt werden, unterbunden. Und jetzt natürlich auch viele Räume, weil die Kräfte schwinden. Motika, Nemanja, Motika! Macht er das 4.? Ja, bist du deppert! Viererpack, Motika, überragende Leistung! Das 5:2 durch den 4. Treffer an diesem Abend von Nene Motika. Schaut euch das an. Übersteiger, biegt er nach links ab und haut das Ding ins lange Eck. Zum Genießen! Weltklasse-Leistung von Nene Motika. Und nochmal einfach zuschauen und wie gesagt genießen. Ja, der Stadionsprecher der Schweinfurter sagt, den Torschützen, den kennen wir schon. 5:2. Und aus 9 Saisontoren vor dieser Partie Mach stand jetzt 13. 3,5 Minuten vor dem Ende. Hey, Timmy, weiter! Komm, Luki! Weiter, Luki! Also damit ist die Sache jetzt geritzt und durch. Auswärtsdreier für Martin De Michelis und seine Jungs. Jetzt gibt es nochmal einen Doppelwechsel.
Vidovic geht raus. Brückner ebenso. Leon Fust kommt in die Partie, feierte zuletzt gegen Rhein am Lech sein Saisondebüt. Und Younes Aitama kommt ebenfalls in die Partie rein. 18 Jahre jung, spielt eigentlich bei unserer U19, gebürtiger Münchner. Auch er jetzt mit seinem Saisondebüt. In der 88. Spielminute nochmal Doppelwechsel bei den Bayern aus. Dem Spiel Nummer 17 darf er Vidovic und die 25 Angelo Brückner neu dabei. Sieb. Amindo Sieb, Motika. Naja, ein Fünferpack nicht auszuschließen. Er hat ja noch. Er hat ja noch. Aydin. Und in der 88. Spielminute auch nochmal extra FC 05. Wir bedanken uns und wünschen gute Besserung. Unser Nummer 3, Thomas Haas. Und begrüßen heute mal den 13. Nikolas Pfarr. Auch die Gastgeber haben nochmal gewechselt. Nikolas Pfarr, der Rechtsverteidiger mit der Nummer 19, ersetzt Thomas Haas, der hinter dem Tor der Schweinfurter gerade noch behandelt wird. Am Ende hat die Tormaschine der Bayern Amateure wieder sowas von geliefert und vor allem einer ist heiß gelaufen, Nemanja Motika. Aber so hoch wie das Ergebnis jetzt ist, so eindeutig waren die Kräfteverhältnisse nicht. Dafür hat Schweinfurt zu gut gespielt, muss man ganz klar so sagen. Dazu haben die Gastgeber die Bayern Amateure ganz schön unter Druck gesetzt, ihnen alles abverlangt. Aber eben diese offensive Qualität, die ist schon herausragend. Sehr effizient, eiskalt. Und das, was den Gastgebern abgegangen ist im Abschluss, das haben die Bayern Amateure umso mehr hier aufs Parkett gebracht und umgesetzt. 90. Minute läuft. Zeit, um ein Fazit zu ziehen. Also in dieser vor allem auch sehr druckvollen ersten Hälfte der Schweinfurter. Die Bayern sehr effizient. Und jetzt gibt es den nächsten Treffer. 3:5. Jabiri in der 90. Das wollte ich zum Fazit ansetzen, aber das wird dann nochmal ausgebaut. Jabiri startet in die Lücke, schiebt dann überlegt ein. Also so überzeugend offensiv der Auftritt, so ärgerlich natürlich. 3 Gegentore, am Ende das Wichtigste, aber 3 Auswärtspunkte. Und das Fazit mit den Torschützen ziehe ich dann lieber doch erst nach Schlusspfiff. Aitama wird zu Fall gebracht. Und vielleicht gibt es jetzt sogar noch das halbe Dutzend. Feines Zusammenspiel mit Taylor Booth. Und dann, ja, kommt Adlung viel zu spät. Aydin, Booth. Oder kommt dann doch Motika und sagt, lasst mich mal, das wird mir gelingen. Es macht Aydin! Wunderschöner Freistoß. Das halbe Dutzend ist voll. Und wie schön voll es gemacht wurde von Aydin. Hände in den Hüften und dann zaubert der so einen Ball aus dem Füßchen. Und noch ein Treffer, diesmal wieder für den FC Bayern zum 6:3. Schaut euch das nochmal an. Und flups und rein. Super reingestreichelt. Ein Hochgenuss. Ein Hochgenuss. Was für ein Torfestival. Duell der torgefährlichsten Mannschaften stand drauf und es war auch drin.
erster Treffer in dieser Regionalliga-Saison für Aydin. Und nochmal, was für ein schöner. Und war es das immer noch nicht? Das wäre jetzt auch des Guten zu viel. Nochmal eine Riesenchance für Grötzinger. Und wenn ich auf meinen Chancenzettel schaue, also der ist pickepacke voll, nicht nur wegen 9 Toren, auch wegen vieler Gelegenheiten. Und es wird vermutlich noch eine weitere geben. Aus einer hervorragenden Freistoßposition. Also der Auswärtssieg ist den Bayern-Amateuren nicht mehr wegzunehmen. Da müsste Weihnachten und Ostern jetzt schon zusammenfallen beim Fußballgott und bei den Schweinfurtern. Aber möglicherweise gibt es hier nochmal einen, ja, eigentlich der sehenswerte Schlusspunkt, der wurde schon durch den Freistoß von Aydin serviert. Whoop. Gute Parade nochmal von Kainz. Und das war's denn auch. Die Bayern-Amateure gewinnen in der Nachholpartie des 12. Spieltags mit 6:3 beim 5. bei Schweinfurt. Was für ein Torfestival. Überragend. Der vierfache Torschütze Nemanja Motika. Das Ganze nochmal im Schnelldurchlauf. Der Spielfilm des Spiels. 18. Minute Motika mit dem 1:0. 39. Tillmann mit dem 2:0 für die Mannschaft von Martin Demichelis. Die Gastgeber konnten in der 42. zum 1:2 Halbzeitstand verkürzen aus ihrer Sicht durch Böhnlein. Zweiter Durchgang. Motika mit den zwei schnellen Toren in der 59. zum 3:1 und in der 60. zum 4:1. Die Gastgeber kamen in der 76. nochmal ran durch Marco Zietsch zum 2:4. Motika in der 86. mit dem 5:2. Das war's immer noch nicht. 90. Jabiri mit dem 3:5. Und dann der Zauberfreistoß von Aydin als Schlusspunkt zum 6:3 Endstand. Die Bayern Amateure bleiben zum 6. Mal in Folge ungeschlagen. Bei nunmehr 4 Siegen und 2 Unentschieden. Starker Auftritt, vor allem auch von Motika. So kann es gerne weitergehen für die Bayern Amateure und für den FC Bayern nochmal. Morgen geht schon weiter für unsere U19 in der Youth League und für unsere Profis in der Champions League. Beide zu Hause gegen Dynamo Kiew. Könnt ihr gerne auch auf unseren Kanälen verfolgen. In diesem Sinne, bleibt dem FC Bayern treu und bleibt vor allem gesund. Servus, bis zum nächsten Mal.